Und bei Kord können wir gleich mal uns ein bisschen im Zweikampf fortbilden. So, er hier, ne? Wollte, dass wir Bulko verprügeln. Da. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Das hat das Schwein verdient. Das stimmt. So ein paar auf die Schnauze hat er verdient, wenn er allen immer grundlos einen auf die Schnauze gibt, ne? Damit er mal sieht, dass es auch andere gibt, die stärker sind als er. Speichern. Hey. Er musste es ja besser wissen. Ah ja. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Warte mal. Was ist denn, wenn wir den Ring des Wassers, den Ring des Wassers anlegen? Das hab ich noch gar nicht gewusst. Sieht er das? Nee. Ich habe gespeichert. Deswegen rede ich nochmal mit ihm und sag das hier. Ob wir jetzt ein anderes Objekt von ihm bekommen? Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Das hatten wir schon mal, ne? Erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Genau, und dann hatten wir drei Sachen. Waffe, Rüstung, ich brauche eigentlich gar nichts, ich komme alleine klar. Ich hab was anderes. Ich will deine Waffe. Ach ja, das könnte dir so passen. Ich will deine Rüstung. Das war's. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Mein, mein Gott. Oh, ist der stark. Holy shit. Aber dachte ich mir schon, ne? Das ist ja einer der besten Kämpfer im Spiel, glaube ich, der hier vor uns steht. Deswegen trainiere mich mal bitte. Bring mir bei, wie man kämpft. Also mit Einhandwaffen bist du noch ein blutiger. Wenn du Erfahrung mit Einhandwaffen... Das ist eine schlimme Sache. Und zwar zweimal. Was ist doch? Eins. Zwei. Er hat auf du so. Bist schon besser geworden. Und jetzt gucke ich mal B. Vielleicht sind wir Kämpfer. Waren wir auch vorher, ne? Wenn ich jetzt die Waffe ziehe... Mit der Waffe! Halte ich sie immer noch wie ein Aber Idiot. Bitte. Geht doch. Hä? Du ziehst doch auch deine Waffe, sag mal. Dreist. Aber dann hat das nichts gebracht. Dann lasse ich's. Dann lasse ich's doch, weil ich dachte nämlich, dass wir dann einen neuen Kampfstil kriegen. Und Kämpfer, das hat nichts geändert. Sollte ich dann in Stärke investieren? Weil wir brauchen... Ja, wir brauchen 75 für die nächste. Und wir sind bei 62. Wenn ich die Ringe mal anlege, die ich ja noch habe. Stärke Bonus 3. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Und das Amulett ist Irrlichts, okay. Und der gibt auch nochmal 5, aber dann wären wir bei 65. Ja, und wir brauchen 75, ne? Wenn er das nicht sieht, gut, kann ich ihm auch dann warte ich noch mit den Lernpunkten und lege den hier wieder an. So, die Musik ist schon wieder weg, verdammt. Ich gehe mal nach hier hinten. Und geh wieder zurück. Was fehlt hier noch? Wir müssen nochmal zu Sagitta gehen. Der Kräuterhexe. Wir müssen zu dem Steinkreis gehen. Bei den Feldern. Und wir müssen zu Basta gehen. Und die Hörner wegbringen. Die Hörner des Schattenläufers. Ja. Das ist doch ein bisschen was zu tun. Und ich nehme übrigens bald schon 3 Stunden auf. Ich glaube, ich werde danach auch eine Aufnahmepause machen. Erst einmal. Und dann weiter zocken, wenn ich wieder Bock habe. Also ich habe Bock, ne? Aber ich muss das ja auch alles cutten und so. Machen wir mal erst den Steinkreis, würde ich sagen. Aufpassen vor dem da. Weil der geht ja auf und ab, ne? Oh oh, er hat mich gesehen. Oh! So, ich gehe mal hier so lang. Pack deine Waffe weg. Gut. Er lässt ab von uns. Nee, doch nicht. Okay. So, ach ja, er hier hat seine Schafe verloren, hey. Ne? Ja. Da weiß ich auch nicht genau, was es damit auf sich hat, ehrlich gesagt.
Ja, toll, das ist da der Suchende, ganz ehrlich. Aber es soll mir ehrlich gesagt einerlei sein. Solange er uns nicht sieht. Ein Schalter. Noch ein Schalter. Wir suchen das richtig verbuggt. Da ist der letzte. Speichern. So, easy. Und das Ornament haben wir auch. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann fehlt uns nur noch eins, ne? Ich guck mal kurz auf der Karte. Nee, wir haben alle. Stimmt, damit haben wir alle drei Ornamente gefunden. Und das vierte haben wir ja von Laris bekommen und haben wir schon abgegeben. Ne? Das sind dann alle vier Ornamente, die er gesucht hat. Perfekt. So, Basta, ich habe neue Schattenläuferhörner für dich. Hier. Ich habe hier noch Schattenläuferhörner für deinen Händler. Gut, her damit. Besorge mir mehr. Wer weiß, wie lange der Stadthändler die Dinger noch haben will. Ja, mach ich. Hier hast du deinen Anteil. Nice, ordentlich Asche und ordentlich Erfahrung vor allem. Das ist natürlich höchst erfreulich. Dann gehen wir mal hier kurz in den Wald, nochmal zu Sagitta. Und holen das Kräuterpaket ab für Thekla, damit die uns ein bisschen Eintopf macht. Ach ja, wir haben Eintopf gekriegt. Und das ist nicht da, das ist normaler Eintopf und das ist Theklas Eintopf. Stärkebonus. Das wusste ich gar nicht mehr. Dann soll die uns bitte ganz, ganz viel von diesem Eintopf machen. Stärkebonus für immer? Oder Stärkebonus für einen kurzen Zeitraum? Nee, ne? Ich glaube für immer. Stimmt, außerdem waren hier Drachensnapper. Die können wir ebenfalls nochmal ausprobieren mit unserer neuen Ausrüstung und unserem neuen Skill. Die Skelette waren zu stark, ne? Weil die zu gute Kämpfer sind. Hier ist nichts. So, großzügigen Bogen drum machen. Da sieht man übrigens auch, wie die Skelette das Schwert halten, ne? Die halten das so aufrecht. Das ist, was ich meine. Das ist, wenn man Meister ist, ne? Glaube ich. Dann hält man das so, dann hat man halt deutlich bessere Skills. Und die Animation ist auch eine andere. Kampfanimation. Wodurch wir noch stärker werden. Aber das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. So, den haben wir hergelockt. Sehr gut. Da ist ein Suchender. Den müssen wir leider dort lassen, wo er ist. Und da war noch irgendwo Schattenläufer und Drachensnapper, ne? Direkt vor der Höhle von Sagitta. Ach ja, Waage. Stimmt. Da sind sie. Ja, ich würde ansonsten einfach mal einen herlocken und gucken. Ne? Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann doch. Mal gucken. Speichern. Ich drück mal 2 und F, damit wir sehen, wenn er auf uns zukommt. So, da kommt er. Oh oh, es kommen beide. Ja, das kann ich vergessen. Beide gleichzeitig niemals. Das heißt, ich muss mich dort anders nähern. Dann gehe ich mal so einen Bogen. Muss ich auch nicht in die First Person gehen. So. So geht's, ne? Komm mal her. Und dann hier schön gegen die Wand. So. Boah, macht der Schaden, aber ich glaube, das wird nichts. Ah, doch. Wenn wir gegen die Wand kloppen, geht's. Ich weiß nicht, ob er zum Beißen kommt. Ich glaube, ja. Ne, der hat uns mit 2 Hubs. Guckt euch mal, wie viel Leben der uns abgezogen hat. Okay. Was macht er denn da? Hui! Sieht so aus, als ob er so übelst freudig jumpt. Oh oh, da hat er uns gehittet.
Ja, das sieht schlecht aus. Ein Hit noch und wir sind tot. Und wir machen so gut wie gar keinen Schaden an ihm. Ja, gut. Nee, ist noch zu hoch, dachte ich mir. Schade. Gut, weil es gibt auch noch eine andere Quest, wo wir einen Drachensnapper töten müssen. Beziehungsweise eine schnaubende Kreatur töten müssen. So, wir gehen hier mal rein. Sprechen mit Sagitta. Dann kann die uns theoretisch auch heilen, aber es ist eigentlich Wayne. So. Ach ja, und Ware. Welche Ware hast du anzubieten? Bestimmt Heiltränke, ne? Ach, die habe ich schon aufgekauft. Ich erinnere mich. Und ganz viel Stuff verkauft. Teklas Päckchen? Achso, das ist das hier, ne? Thekla hat mich geschickt, ein Päckchen für sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass gut darauf auf. Mache ich. Ja, heile mich. Heile mich. Lass mich sehen. Ja, Salbe, schlimmste Wunden, bla bla bla. Und das war's. Dankeschön. Ja. Und ich frage mich echt, wenn wir diesen Eintopf essen, ob wir dann wirklich Stärke für immer kriegen. Das wäre richtig nice. Aber ich habe jetzt keinen Bock, auch zurück zu latschen. Deswegen nehme ich natürlich die Rune. So. Und dann gehen wir direkt zu Thekla und geben der die Kräuter. Ich erzähl dir doch. Und wenn wir damit fertig sind, nehmen wir uns nochmal Silvio vor, weil ich möchte auch ganz gerne dem nochmal einen draufhauen, wenn es geht. Er hat auf die falschen einfach, weil er es verdient hat. So. Thekla. Ich habe deine Kräuters. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Oh, 300 Erfahrung. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe gehört, du hast Bennett geholfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Reife Leistung, Kleiner. Dankeschön. Das hätte ich dir vorher. Ach so, jedes Mal, wenn wir was gut gemacht haben. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe nichts mehr. Komm später. Ist das jetzt Theklas Eintopf oder normaler gewesen, ne? Normaler war das wahrscheinlich. Haben wir noch einen bekommen? Wenn ich jetzt pennen gehe und dann nochmal sie frag? Hä? Nee, das macht ja keinen Sinn. Dann können wir ja unsere Stärke unendlich hochskillen. Oder? So. Und bis zum nächsten Morgen. Mal gucken. Ich glaube aber nicht, ne? Weil das wäre ja ganz schön ich weiß komisch. Nicht, warum er sich so aufregt. So, Bulko, Wolf, die Bauern, der Söldner, Thekla. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Ach so, okay. Meine Meinung, wahrscheinlich immer, wenn wir was gut gemacht haben, ne? Kriegen wir was. Gut zu wissen. Ich brate mal das ganze Fleisch. Das kann jetzt ein Weilchen dauern. So, mit der unsichtbaren Pfanne. Und dem unsichtbaren Feuer. Wunderschön animiert. Aber ganz ehrlich, darum geht es bei dem Game ja auch nicht, ne? Vor allem das Spiel kam raus, da war eigentlich auch... Theoretisch ist das hier dann schon eine olle Grafik gewesen, ne? Aber wie man merkt, das Spiel lebt ja gar nicht von der Grafik. Also ein bisschen schon, aber es lebt ja vor allem von der Story, ne? Und der Immersion, der Musik, den Dialogen und so weiter. Und grafisch würde ich sagen, okay. Geht vielleicht auch besser, aber vor allem immer, wenn er so nach unten guckt, dann das, was wir hinten am Hinterkopf haben, das stretzt sich dann so, diese Grafik. Wunderschön sieht das aus. Was soll das? Warum ist das keinem aufgefallen? Also wie kann das nicht aufgefallen sein beim Testen? Oder haben wir das gar nicht getestet? Gab es früher noch kein Testing? Wahrscheinlich, ne? Aber gut, wie auch immer. Voll dieses komische Pyramidending, was wir hinten als Zopf immer haben. So ein Prisma, was da so rausguckt. So. Na komm schon. Wir haben wahrscheinlich gerade erstmal die Hälfte gebraten, ne? Hätten wir das lieber am... Warte mal. Ja doch, wir haben jetzt schon... Huch! Oh, das wollte ich nicht.
Wir haben jetzt schon so viel, dann spare ich mir das jetzt mal. Ich glaube, zu einer anderen Stelle zu gehen. Weil wenn wir das am Lagerfeuer machen, mit dieser Pfanne, die an diesem Lagerfeuer liegt, dann geht das deutlich schneller. Ne? Weil diese Animation, dieses nach vorne und nach und zurück, es geht quasi instant. Also das ist nicht mal halb so, also weniger als halb so schnell. Ne? So. 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 Kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, das merken wir uns das nächste Mal. Wenn wir eine große Menge an Fleisch haben, dann teleportieren wir uns zum Pass. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Womit denn? Gut. Hätten wir das. Und Silvio. Mit dir habe ich auch noch eine Rechnung offen. Dich mag ich nämlich gar nicht so gern, muss ich zugeben. Thekla hat ein Problem mit dir. So? Was hat die gute Frau denn? Und warum kommt sie nicht selbst? Das weißt du verdammt gut. Warum unterhältst du dich nicht ein bisschen mit meinem Freund Bulko darüber? Hab ich schon. Den habe ich verprügelt. Übrigens. Ja, dann, warte mal, ich speichere mal. Und sag einfach mal das hier. Hey, Arschloch. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich mit dir kriech wieder unter... Wie sieht's aus? Hab ich dir erlaubt, mich anzusprechen? Nee. Weg mit der Waffe. Hä, wie jetzt? Geht doch. Ich will dir aber eins überbraten. Ach, der ist unverwundbar. Ah, also können wir den gar nicht verprügeln. Gut. Schade. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall das mit ihm geklärt. Haben wir jetzt eine andere Gesprächsoption, weil wir mit Silvio gesagt haben, dass wir mit Bulko reden sollen. Weil den haben wir ja schon verprügelt. Ich glaube, dann haben wir die Quest erledigt, ne? Silvio können wir gar nicht verprügeln. Okay. Okay, okay. Kann ich? Ich hab nichts mehr. Okay, okay. Alles klar. Dann haben wir die Hörner abgegeben. Wir waren bei Sagitta. Wir haben das Ornament. Wir hätten da noch was zu tun bei diesem Turm. Irgendwann muss das hier so kommen. Aber ganz ehrlich, wie ich schon meinte, würde ich eigentlich ganz gerne dieses mit den Wassermagiern clearen. Deswegen würde ich sagen, wir teleportieren uns mal zur Taverne. Zack und zack. So, dann wo ging es nochmal lang? Hier und dann nach links, ne? Da, glaube ich. Und da war doch der Teleporterstein. Hätte ich mal vielleicht aufpassen sollen, dass hier keine Suchenden auf mich aufmerksam werden. Aber hier war doch die Höhle. Oder? Ja, hier ist richtig. Gut. Und dann können wir nämlich mal die Ornamente abgeben und auf die andere Seite gehen. Weil so wie das aussieht, diese Steinwächter, die haben wir mit zwei Schlägen kaputt gekloppt. Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist jetzt unser Level. Und ich glaube auch, dass wir das machen müssen, damit die das Auge Innos repariert werden kann, ne? Also warte mal. Die Fassung des Amuletts ist intakt. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Okay. So. Dann würde ich sagen, Kronos hat nichts. Gut. Mehr Darion wahrscheinlich auch nicht. Nein. Wenn wir auf der anderen Seite sind, hat er gesagt. So sei es. Der Typ mit der Sprache, der hat uns auch schon alles beigebracht, was wir wissen müssen. Dann würde ich sagen, als nächstes sprechen wir dann mit ihm, ne? Aber das würde ich in der nächsten Aufnahme machen. Ne? Wir haben jetzt ordentlich Progress gemacht, richtig die Story vorangebracht, übelst viele Monster geschnetzelt, nur ein Level ab, aber dafür ordentlich Gold gefarmt und so weiter und schön Quests beendet. Also das war eine sehr effektive Aufnahme. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein und würde sagen, bis zum nächsten Mal.